Willkommen zurück zu Survival Plus mit allen Pferden, die hier heil angekommen sind und auch die Schafe. Und neben den Schafen und den Pferden sind natürlich auch Sinde und Koja hier heil angekommen. Ich bin Hallo. zutiefst beleidigt. Er stellt erst die Schafe und die Pferde vor und dann uns. Ja, Tja. die sind doch wichtig. Das ist. Naja, gut, ich gebe es ja zu. Ja, ich gebe es ja zu. Erstens sind sie wichtig und zweitens ist das in der Tat die Sensation, dass die heil angekommen sind. Ich finde, das haben wir toll hingekriegt. Und Xar kann jetzt ganz viele Pferdegesichter im Arsch haben. Ah. Das werde ich echt nie wieder los. Oh, oh. Nee, Nie das hast du wieder. jetzt. Unsere Mission für Ja. heute ist, einen Stall mindestens mal einen zu bauen für die Pferde. Das Ding ist nicht ganz klein. Insofern werden wir mal gucken, wie wir den hinstellen. Und dann würde ich auch gerne noch, wenn wir da gerade schon beim Rumstallen sind, würde ich eigentlich ganz gern auch noch einen Firmia-Stall bauen. Und das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Das ist hier unter Farming Structures. Wo sind die Structures? Da. Und dann Farm. Dann haben wir einen Fiumia-Stall. Dafür brauche ich Lumber. Lumber, ja, my Lord. Lumba, ja. Und, oh Lord, Lumber, ja. Und hier brauche ich auch ganz viel Lumber. Also muss ich jetzt erstmal alles hier voll lumbern. Dann lumba mal. Lumber hier nicht so rum. Geh mal dahin, wenn hier jeder so rumlumbern würde. Weiß nicht mehr, wie man Bucket of Plaster macht. Weiß überhaupt auch gar nichts mehr. Ich gebe es zu. Da haben wir 100. Hallo? 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 Ist der Server irgendwie weg, oder? Nö, so bei mir funktioniert alles. Bucket of Sand war das? Ich kann kein Lumber herstellen. Nö, ist alles gut. Hast du eine Säge im Inventar? Achso, vielleicht liegt es da dran. Echt wieder so ein vom Hölzchen zum Stöckchen fehlt wieder die Hälfte. Ja, ich war ja tot. Ist gut möglich, dass ich. Aber ich hatte mir eigentlich eine Säge zusammengebaut das letzte Mal. Ich durfte ja dann nicht. Oh, ich habe mal so viel Schrott im Inventar. Moment, mal gucken. Nö. Da-da-da. Nee, ich habe keine Säge. Hast du eine Metallsäge für mich? Schauen, ob in der Kiste was liegt. Oh, was ist das denn? Oh, ich habe was Oh, entdeckt. nicht noch ein Pferd. Nein, ich habe einen Otter im Haus. Wie ein Otter Was? im Haus. Suche ein Zuhause, ja. Suche ein Ah. Zuhause, Level 77. Das hat Baloo den gezähmt. Ach, wie süß. Das wäre durchaus möglich. Ja, oh, das ist ja niedlich. Komm mal gucken. Ach, ist der niedlich. Moment, ich komme sofort vorbei. Ich bin so ein bisschen. Ah. Level 77, nicht vielleicht. Ja, Mädchen. Bei dir in der Hütte? Kommst du zur Tür rein, guckt er dich direkt an. Guckt sie Oh. dich an, die niedliche. Moment. Oh. Hallo. Hallo. Ja? Also die sind. Also, das ist einfach Cuteness-Alarm, absolut. Also da geht überhaupt nichts. Ja, da konnte ich nicht anders als. Ja, Oh. wenn du dich vorbeugst und hast den Geier auf der Schulter, der kotzt auch. Das ist wie so, das willst du ausschütteln. Das ist, Oh. oh, cool. Schön, schönes Bild. So, zack, haben wir einen Screen. Oh, schön. Balu, danke schön. Der ist ja Ja, leider danke, auch Valo. wieder nicht von der Partie heute, weil er immer wieder arbeiten muss, leider der Arme, wenn wir aufnehmen. Und wir müssen immer sagen dazu noch, wir nehmen um 20 Uhr abends auf. Ne? Also er hat da keinen leichten Job zurzeit. Viele Grüße an Balu an dieser Stelle. Ja. So, ich brauche Lumber und ich kann kein Lumber bauen. Also ich habe jetzt mal noch eine neue Dings aufgebaut. Ich probiere es jetzt da mal. Ich habe jetzt nochmal so eine neue Chopping Station. Ach nee, Quatsch. Säge, so weit waren wir doch schon. Ja, bin ich Säge. gerade am Bauen. Hab gerade nachgeschaut. Keine mehr da. Dann ist gut. Dann befülle ich jetzt erstmal die ganzen Geräte, der Gerät und so. Oh, hier ist noch ein bisschen. Nee, das ist kein Lumber. Das ist Lumber. Da haben wir noch Lumber. Hat jemand den Pflastermixer gesehen? Wo ist der denn hin? Plastermix. Nö. Ich kenne den Cocktailmixer. Der stand mal am See unten. Irgendwann mal. Ach nee, der wurde irgendwann mal von einem Bierbauer umgewalzt. Achso, ja. Ah, Das ist okay. richtig. Dann muss ich einen neuen bauen. Jupp.
musst du tun. Lumbaya. Haben wir denn irgendwo ein Hort für hier so was Fertiges? Also Zelt, Bett, hier so ein Sleeping Bag und Gedöns. Ich habe so Gedöns gefunden. Nö, eigentlich nicht. Also ja, eigentlich die Lagerschweinchen so ein bisschen. Lager immer und so. Da könnte ich noch was reintun, ja. So, ich schmeiß dir dann deine Säge mal an den Carpenter und noch 200 Eisenfeilspitzen. Sehr geil. Dankeschön. Wir brauchen ein Barrel und Crude-Shaft. Ja, den Crude-Shaft kannst du ja, glaube ich, selber schnitzen. Und Barrel kannst du auch selber schnitzen. Du bist doch Carpenter. Crude-Shaft geht, okay, das habe ich gefunden. Haben die irgendwie was an den Wettereffekten geändert? Kann ich nicht. So ein Mega-Nebel hatte ich ja noch nie. Nebel? Ja, Nebel. War voll ist okay. Nee, dann ist dein Spiel kaputt. Oder man könnte es auch Morgendunst-Nebel nennen oder so. Keine Ahnung. Xar, du solltest einfach vor den Aufnahmen in Zukunft nicht mehr saufen. Ach so, du meinst, das liegt daran. Was? Ja. Ey, jetzt ohne Witz, also bei mir ist alles nur kein Nebel. Und ich meine, hallo, wenn bei mir kein Nebel ist, dann gibt es keinen Nebel. Also, ich hab ja Nebel. Ja. Sinde, hast du Nebel? Ich sehe gerade nichts, ich bin im Inventar. Da ist immer neblig. warte, Nebel, nö. Also, Xar, wir müssen dich enttäuschen, du hast leider eine benebelte Wahrnehmung. Scheint so, ja. Komponenten? Warum finde ich denn das doof? Wir fehlen ihnen einen Neustart des Spiels. Ich glaube, das hilft ja nicht. Weißt du? Also ohne Witz, ich denke jetzt schon. Also, aber das kannst du ja dann nach der Folge machen oder so, wenn's. Das stört jetzt nicht, aber hat mich halt überrascht, da ich das hier auf der Map so noch nicht hatte. Oh, es ist auch wieder recht frisch. Wir müssen aufpassen, nicht dass wir wieder erfrieren. So, Crafting. Au. Structures. So, jetzt gibt's erstmal den Fiumia-Stall. Yippie! Ich finde keinen Barrel. Ich weiß nicht, wo ich das bauen soll. Barrel? Barrel. Was? Wenn du Barrel eingibst im Crafting, kommt das. Also bei mir zumindest. Ein normales Fass oder ein spezielles Fass? Also Barrel 1, Barrel 2 habe ich. Popelsfass. For storing goods. Guck mal, ob Popelfass da steht. Was? Popelfass. Das stimmt. Water Barrel. Barrel 1, Barrel 2 und Barrel of for Bone Meal Clue. Nee, off Bone Meal Clue. Ich denke, ich mache mal ein normales Fass. Ja. Bitte Carpenter's Kit. Ich brauche wieder ein Carpenter's Kit. So. Was? Oder muss ich das bauen? Nee, ne? Das musst du bauen. Nee, das muss schon ich bauen. Aber ich hatte dir auch erst eins gebaut. Ja, ich war doch kaputt. Tot gewesen. Ich bin doch in die Lava gesprungen. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ich vergaß. Die gefilterte Wahrnehmung. Ja, alles, was nicht mit meinem Gewissen zu vereinbaren ist, wird verdrängt. Dein Gewissen? Es ist nicht mit deinem Gewissen zu vereinbaren, dass ich in die Lava springe, das aber. Ja, ich bin hinterher gesprungen. Das war ja nicht gerade besser hier. Das Drüberhüpfen kam von dir. Ja, das sah auch so aus, als könnte man da ohne Probleme rüberhüpfen. Das werden wir noch ausfechten. So, der hat ja die Schweine hier geparkt, weil hier auch die Kacke-Sammlung ist. Ach, notfalls müssen wir das Klohäuschen umziehen. Ich muss den Schweinestall leider, weil der ein bisschen Platz braucht, an eine andere Stelle bauen. Also ein Stall steht ja auch noch bei mir, da so mehr oder weniger in dem Häuschen. Aber wie gesagt, der will wegen Kacke sammeln. Übrigens, die Pferde machen, glaube ich, mindestens genauso viel Kacke wie die wie die Schweine, wenn ich das gerade so sehe. Oh ja. Ja, ja. Das reicht also ich hab dein Kit bei mir in die Fahrtkiste gehauen. Warum steht hinter mir jetzt ein Pferd? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Pferdegesicht im Arsch? Wer sagt denn sowas? Ich weiß auch nicht.
So, mein Problem ist, ich muss mal K drücken. Huch, das war nicht K, das war L. So. Also in Haus T sind noch jede Menge Federn, falls du Pfeile bauen willst. Okay, wunderbar. Da steht auch so eine Standfackelsinde hier, oder? Bist du noch bei mir? Ja, hier ist eine. Kannst du die mal wegnehmen? Mhm. Das wäre supi. Okay. Und dann vielleicht auch noch das Pferd hier in meinem Rücken auch nochmal wegnehmen. Mit dem Platzieren ist echt schwieriger als gedacht. So, ja, und das andere vielleicht auch nochmal. So, mal gucken. Super, Muli, du stehst im Weg. Ja, alle stehen sie im Weg. Feine Herr will bauen, weißt du? Mhm. Oh, ist das schwierig zu platzieren. Alter, man sieht einfach nichts. Auch Nebel. Nee, kein Nebel. Nix Nebel. Mirella, komm da mal weg. Der Herr ist etwas ungehalten. Jetzt ist es gesprungen. Warum ist es jetzt gesprungen? Achso, weil ich C gedrückt habe. Er ist etwas ungehalten. Er ist gereizt. Gereizt. Bring mal die Pferde in Sicherheit. Nachher landen die nur im Schlachter. In der Lasagne. Oh. Toll, das ist der Fiumia-Acker. Hier vorne ist eigentlich Acker dran. Das sieht man jetzt auch nicht so wirklich. Okay. Aber ich kann es immerhin wieder aufnehmen, das Ding. Also hier vorne ist extra so ein Acker eigentlich, aber... Ja gut, wenn wir da jetzt noch ein paar Fences drum bauen, dann... Ja, das war so die Überlegung, ne? Dass man da irgendwie dann... Ja, sonst hauen die ab. Ja, dass man da Fences drum rumbaut und... Also, es lag wirklich daran, dass es Nacht war. Der Nebel ist jetzt weg. Hm? Aha, ja, okay, klar, ist in Ordnung. Hm? Ja. Ich hab schon meinen Kacke-Knödel dahin drapiert. Ach, das ist ja fantastisch. Das ist sich gleich auch gleich heimisch fühlen. Ja. Das Klo muss jetzt aber auch umziehen. Ach nö, ich kann das Outhaus nicht einpacken. Kommt das vor Couchsette? So direkt vor dem Eingang oder so? Nee, das muss bei den Fiumias, weil das sammelt automatisch Kacke ein. Ah, okay. Ja, wenn man es bezahlt. Wenn man es bezahlt, ja, man muss. Alles will hier bezahlt. Natürlich, man muss das natürlich bezahlen, das ist ja ganz klar. Aber ja, es passt zumindest optisch mit dem Stroh und dergleichen zu Hippos Hütte hier, zum Bauernhof. Das ist ja schon mal okay. Mich ärgert, dass das Gras hier wieder durchgeht und durch den Boden sticht und der Acker dadurch nicht sichtbar ist. Aber naja, immerhin. Dann können wir da noch einen Trog hinstellen, dann sieht das auch ganz, ganz hübsch aus, hoffe ich. Gut, haben wir das schon mal. Wenigstens. Jetzt habe ich wieder Hunger. Oh, Vorsicht. Meine Vaters laufen wieder. Achso, ist das Carpenter-Kit fertig? Dann würde ich mir das eben abholen. Wie gesagt, das liegt in der Kiste. Gut, dann kann ich das Barrel bauen. Jupp. Nimm deine Schnauze da weg. So, Carpenter-Kit, wunderbar. Ah, und ich nehme ja auch gleich mal anständiges Werkzeug. Ich habe noch das Steinwerkzeug. Ach ja, das sollte sich dann auch bedienen. Ja, das weg. So, wunderbar. Kann ich hier irgendwas reinlegen zum Reparieren? Nö, passt. Juhu, dann wollen die guten Pferde jetzt gleich noch einen Stall haben. Dafür kriegt die Sinde jetzt erstmal das Fass. Mhm. Bitte mit Boden. Das kann ich noch nicht versprechen. Das wäre ärgerlich, wenn der Unmengen an Zeug reinschmeißt. Das einfach nicht verirrt. So, kommt raus. Wo immer die Hütte da eigentlich hier? Das braucht schon lang. Hier in die Mitte? Die den Stall? Ja. Habe ich noch keine Idee. Weil eigentlich da, wo die Town Hall hin sollte, hat es jetzt jede Menge Platz. Da könnte man das wunderbar an die Felswand lehnen. Ja, das hatte ich auch überlegt, ob wir es dahin machen, dass es so an die Felswand ist, oder ob man es irgendwie, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, gehören Pferdeställe ziemlich dicht an die Tore, weißt du, so, man kommt rein und... Ach so. Ja, so Standard. Aber dann müssen wir eigentlich zwei haben. Aber nicht in Bissweite. Nicht in Bissweite eines Rexes, der da vielleicht... Stimmt, das wäre etwas unglücklich. Ah, da hat Sinde nicht ganz unrecht, ja. Ja, sonst können wir nicht mehr abhauen, das ist schlecht. Ja, wenn es ums Abhauen geht, da bist du Profi. Also. Ich sehe das nur von praktischem Standpunkt aus. Ja, da steht ja auch immer ein Pferd vor Sindes Haustür.
Damit sie nur aus dem Haus hechten und losreiten kann. Ja, das ist halt die Frage. Man könnte die so entlang des Tores nach innen reinbauen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also so hier rein, so. Dass man reinkommt und hat links und rechts irgendwie so, aber puh, keine Ahnung. Ja, könnte ich mir vorstellen. Dass das hier so in unsere Basis reinsteht. Ich weiß nur nicht, wie lang. Also waren schon recht groß, die Dinge. Das war schon echt groß, ja. Aber ich glaube, es sehen nicht mal mehr unbedingt verkehrt aus. Frage ist nur, ob dann die Treppe hier hinter verbaut ist, dass man hier nicht mehr richtig hochkommt. Das könnte dann sein. Na gut, da müsste man natürlich drauf achten. Ja. Da sollten wir drauf achten, wenn das nicht geht. Aber ich finde, da gehört es halt einfach hin, oder? Also so Pferde ans Tor, also so zumindest klassisch betrachtet. Eigentlich dann sogar fast vors Tor. Ja, gut, okay. Das ist dann allerdings suboptimal in unserem Setting. Das stimmt, das hatte ich auch jetzt nicht so mit reingerechnet. Bin ich dezent dagegen. So, jetzt habe ich mir mit dem Stall meinen schnellen Weg zum Wasser verbaut. Warte mal, hier. Weil wer will schon Pferdemist in der Stadt haben? Ja. So, mein Ich habe auch mein Glas verloren. Stimmt. Alles weg. Ah, da habe ich noch ein paar gehabt. Ja, warte mal, da. Da ist noch eins. Aber wir haben auch noch zwei unbenannte Schafe. Das sollte sich auch mal noch jemand dran verewigen. Du ahnst es nicht. Lauschi und Bauschi? Oh. Also Flauschi ist gut, das wird schon mal übernommen. Flauschi und Wattebauschi? Eine Wattebäuschen gibt's schon. Watte hatte so. Dude da. Du hast da was. Weiß ja nicht. Wolle Petri. Oh. Oh. Frau Wolle. Autsch. Frau Wolle finde ich gut. Ja, stimmt. So, Aber unsere Lumberstation ist doch auch schon vor die Hunde gegangen, oder? Weiß nicht. Unten dieses große Häuschen ist. Achso, ja, das wurde auch von dem Biber weggesenzt. Weggenagt. Ich sag's ja nur ungern, ne? Aber wenn wir den Stall bauen wollen, brauche ich für dieses Bucket of Plaster Quicklime. Und da fehlen noch 150. Das heißt, wir brauchen noch. Haben wir noch irgendwo Limestone? Also eigentlich müsste Roh-Limestone alles bei dir noch rumfliegen, weil sonst hat es da ja eigentlich keinerlei Verwendung für. Aber hier liegt noch ein bisschen was drin. Also fertig durchgebrannt in deinem Brennhaufen. Oder hattest das schon mit reingerechnet? Die 150 habe ich reingerechnet. Achso, ja, dann müssen wir wohl Leim holen gehen. Wir haben jetzt genug Pferde. Limestone, ja. Oh Gott, aber noch irgendwo welches rumfliegen haben. Wenn wir ja auch nicht ungewöhnlich bei der Unordnung hier. Ja, da sollten wir sowieso demnächst mal einfach ein bisschen Zeit investieren und einmal aufräumen, oder das hier. Das ist alles Lehm hier. Das brauche ich nicht. Braucht dann außerdem noch Wood Ash 300. Wood Ash. Und 150 Wooden Bucket. Was? 150 Eimer? Mhm. Wofür das denn? Ja, wir brauchen ja 30 Bucket of Plaster und für einen brauche ich 5 Eimer. Ja, aber die sind wieder leer danach, oder? Eigentlich sollten die danach leer sein, ja. Also die solltest du eigentlich zurückbekommen. Kann sein. Ich guck mal gerade nochmal. Mhm. Wooden Bucket, 5 Stück. Ich krieg ein Bucket of Plaster mit 5 Wooden Buckets. Und wir brauchen aber 30. Habe ich mich verrechnet? Nee, das nicht. Aber
Aber wie gesagt, du normalerweise füllst du die Eimer ja um und dann hast du die Roheimer wieder zurück. Hier steht aber roh Wooden Bucket. 5 Stück Ach, brauche die sind ich. nicht gefüllt mit irgendwas. Nee. Dann haben sie das Rezept wohl irgendwie geändert. 30 Eimer? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal, Ich brauche. wo Warte ist mal. das? Moment, ich mal ganz Du kurz. hast doch gesagt, der Pferdestall braucht 30 Bucket of Plaster, richtig? Mal gucken, ob es 30 Plaster oder 30 Buckets waren. Sekunde. Structures. Da ist das Ding. Braucht 30 Bucket of Plaster. Und Ja. für einen Bucket of Plaster brauche ich 5 Wooden Bucket, um einen davon herzustellen. Die Das stellst du im heißt, Plastermixer her, oder was? genau, das heißt, ich brauche 150 Wooden Buckets. Autsch. Autsch. Wie macht man einen Wooden Bucket? Wo war das nochmal? Die waren relativ simpel. Ich glaube, die kannst du sogar mit Inventar craften. Das waren, glaube ich, nur Nee. diese Blendstrings und Wood oder irgendwie so. Da, Wooden Bucket, Holz und Plant Strings. Ja gut, dann dürfte das ja gehen. Ja, 5 Wood. Ja. Plantstring, ja, Plantstrings ist ein bisschen nervig. Dann sollten wir halt mal schauen, dass wir davon noch ein paar bauen. Ich habe da gerade Und exakt 0. Also 2, um genau zu sein. Quasi 0. 9. Ich kann aber auch nicht mehr. Okay, Plant Ich meine Strings. aber bei Hippo in der Kiste lag noch was drin. Dieser Fiber oder wie er heißt. Das kann sein, ja. Da Ah, hatte ich, es glaube ich, mal waren. noch was gesehen. Aber auf unserer Ebene rennen jede Menge an Kilos rum. Also das sollte dann auch Dann holen wir da gleich mal. Quicklime zu holen sein. Holen wir gleich mal Quicklime, ja. Können wir machen. Ich bin gerade noch so ein bisschen am gucken, was man noch alles bauen könnte. Aber so viel ist es gar nicht. Bei Farm habe ich wirklich nur diese Ställe, Furniture, Houses. Ne, da habe ich nur die Hütten. Mining, Stairs, Trading. Okay, Planparts kriegen wir ja auch recht schnell mit dem Pferd, ne? Das müsste ja dann auch gehen. Pferd? Pferd? Da hinten. Nail, das kommt da rein. Hatten wir noch irgendwo Speer? Da ist noch ein Kupferspeer. Dann nehme ich den jetzt erstmal. Im Druck eventuell. Ein Kupferspeer. Im Trog? Was? Im Trog ein Speer? Ach so, nein. Aber du suchtest doch gerade Bären, oder? Speer. Ach, Speer. Sp Speere sind noch, glaube ich, in zwei. Noch Nehmen die einfach drin. aus dem Pferd raus von Coach und von Hippo. Was ist dann deren Problem? Ja, aber wie gesagt, in Nein, meiner Quatsch. fertigen Kiste sollte auch noch was drin sein. Okay. So, das haben wir. So, wo tun wir denn die Samen rein? Haben wir die irgendwo gesammelt? Weiß halt jemand? In der Sind in. Blumenvase vor Hippos Häusern müssen die sein. Ah, okay. Kann ich das Zeug nämlich auch mal loswerden? Mal schauen, was ich da rausgelootet habe. Habe ich noch gar nicht geguckt. Oh ja, da gehen noch ein paar rein. Also, was haben wir denn hier? Wild Corn Seed, Flachs. Das ist jetzt alles nichts Besonderes. Eco Seeds. Die gehen da nicht rein. Wild Hop. Hopfen. Karotten. Ja, Hopfen was. Können wir mal Bier brauen? Tomaten. Potato. Clayballs. Warum habe ich denn Wet Clayballs hier? Das war's. Ich habe. Ach nee, hier, da. Cotton Seed. Zweimal habe ich auch noch. Ich wollte gerade sagen, wo sind sie? Nee, das waren die, die ich rausgelootet habe. Achso, okay. Und dann müssten ja jetzt in meinem Gaul noch die anderen sein. Dann haben wir jetzt also Ja, viermal super, Cotton Mui. Seed. Super. Ich glaube, beim Ernten kriegst du auch ab und zu Samen, ne? Ja, das Oder? müsste ich vermehren eigentlich. Ja, dann haben wir es doch. Da sind sogar drei. Dann haben wir insgesamt fünf. Schön. Und in meinem Pferdchen sind noch die ganzen Kristalle oder ein paar der ganzen Kristalle, sagen wir es mal so. Da sind noch 240 Kristalle. Und die habt ihr ja dann auch nochmal reichlich mitgebracht. Ich weiß noch nicht, wo die jetzt sind. Ja, hier im Black Beauty sind auch noch mal 155. Ja, hier sind nochmal 103 in Horst T. Also da haben wir, da sind auch die Dingseier noch drin.
Die Paareier. Wir hatten ja noch Paareier mitgenommen. Level 46er. Nichts Großes, aber immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Warst du noch Farmer? Ich nie. Xa? Nee, Xa dachte ich. Nee, also, ich war. Schade. Ich dachte, ich war Schneider als Zeitberuf. Verdammt. Weil wir haben jetzt auch noch hier Wild Grape Seeds und so weiter. Wir können wirklich die verrücktesten Sachen anbauen und vielleicht auch mal so ein paar Gerichte dann machen, nämlich. Und Bier brauen und für feiern. Die Gerichte brauchst eigentlich nur die normalen Beeren, beziehungsweise manchmal die besonderen. Nö, für die Gerichte brauchst du auch diese so für verschiedene angebaute Sachen, oder nicht? Doch, da war doch so einiges. Ja, aber die sind nicht speziell, die sind nur allgemein gehalten. Halt irgendwas Eingepflanztes. Ach so, okay. Wo hast du denn die Kristalle hingepackt? Ich habe sie noch gar nirgends hingepackt. Ich musste jetzt erstmal mein Inventar leer räumen. Okay. Dann hätte ich ganz gern auch nochmal ein Lagerfeuer von meiner Tür, dass ich auch mal ein bisschen was grillen kann, schnell. Wo habe ich denn das Lagerfeuer? Ich hatte doch ein Lagerfeuer gelootet. Ach, Wood Ash, guck mal, da haben wir eine ganze Menge. Ja, bei mir gibt es auch noch eine Kiste, die ganz voll mit Wood Ash ist. Das ist super. So, habe ich genug. Ach, hier sind auch noch Plant Strings, eine ganze Menge. Ich will gar keine bauen brauchen. Cool. Na, dann brauche ich jetzt nur noch Holz. Ganz böbeliges Holz. Also da kommt echt verdammt viel Limestone raus. Ich glaube, wir müssen gleich gar nicht mehr bauen. Ich bringe genug mit. Ah, super. Wo hast du denn jetzt Limestone hergeholt? Ich bin hinten bei der Ebene. Bei unserer klassischen Ebene. Da bist du einfach hin. Oh ja, wunderbar. Da ist da normalerweise nichts auf dem Weg. Normalerweise. Das macht mich immer nervös. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 600 Limestone oder so. Oh, cool. Mhm. Irgendwie wiegt das Zeug nichts mehr. Dann gehe ich was Holz holen, ha? Oder haben wir irgendwo noch ganz viel? Ich glaube, wir müssen uns mal dran gewöhnen, jetzt relativ bald. Ja, Holz kannst du noch holen, das brauchen wir immer wieder. Mhm. Wir müssen uns dran gewöhnen, relativ bald mal Vegetables, Salt, Water, diese Gerichte zu kochen, weil ganz ehrlich, das Fleisch bringt nichts mehr. Also. Was? Ja, du isst Fleisch und kriegst 5 Nahrung hergestellt. Ja, toll. Und deshalb, wir sollten zuschauen, dass wir uns was Anständiges kochen. Und das Problem ist hier an dieser Stelle. Man braucht Wasser. Ja, man braucht Wasser, das ist jetzt nicht mein großes Problem. Das ist ein bisschen schade, weil ich habe aber, keine Kannen mehr. Es gab doch auch noch so eine Kochstelle, oder? Die, glaube ich, der Mason herstellen kann. Stelle? Ach so, ein Herd. Ja, stimmt, es gibt so ein Herd. Ja, so ein Herd. Da kann ich gerade mal gucken. Hearth oder wie? Hearth? Moment. Was denn? Chester Station, was ist das denn? Aha. Öfter mal was Neues, man lernt nie aus. Ach nee, das ist Glassblowing. Dinnerware? Nee. Dancing Structures, Clay Building Components? Nee, das ist auch nicht. Structures. Hier hätte man Fireplace. Ja, das ist einfach nur hier. Incubator Shack, das sollte man auf jeden Fall machen. Das ist zum Eier ausbrüten. Mhm. Da brauchen wir Bucket of Lime Mortar, Stone Pricks, Wood Shingles, Wood Support Beams. Das Ding ist auch relativ günstig. Hornstein braucht man nicht unbedingt. Krill. Perfect for cooking meat in bulk, staying warm and provide light. Wir sollten uns mal eine Küche. Wir bauen jetzt noch eine Hütte irgendwo hin und machen die zur Küche. Hut Grill. Similar to the medieval grill, this grill has a sail function, so that you might sail the cooked food. Okay, das interessiert uns jetzt nicht. Hier haben wir noch ein Water Well. Könnten wir uns auch nochmal drum kümmern, gegebenenfalls. Also das ist das Einzige, was ich hier sehe, der Grill. Na, dann meine ich den wahrscheinlich.
Aber er sah halt so vom Icon her doch recht interessant aus. Bucket of Lime Mortar, Bomber Stone und Wood Support Beams. Hast du Bucket of Lime Mortar fertig, Sinde? Nee, ne? Nee, im Moment nicht. Dachte ich mir fast. Und ich bin gerade am Holz holen. Ja. Na gut, ich kann jetzt halt mal gucken. Quicklime ist aber genug da für ein paar Buckets of Lime Mortar. Ich hab mich ich bringe jetzt auch gleich eine Riesenladung zurück, also. Genau. Ich hab mich halt das jetzt. Das sollte dann genug da sein. Ich habe mich jetzt halt überhaupt noch gar nicht mit dem Thema Food und so weiter auseinandergesetzt. Das Problem ist, wo hat ein Hippo seine Ernte? Das ist ja eigentlich alles vorne am Lagerfeuer nur, ne? Ja, alles, eigentlich schon. Beziehungsweise er hat's hat es eigentlich. Also zum einen hat er meistens nur Flachs geerntet. Oh, hier ist ein Simpel, da war aber Lu. Zum anderen, hat er das, also die Früchte und die Möhrchen eigentlich immer im Feld gelassen, weil sie sich da länger halten als jetzt in der Blumenvase. Ist äußerst unpraktisch. Da haben wir jetzt nur noch 13 Möhrchen. Oh. Ja, meine sind verbrannt. Falls du noch welche hattest, die auch? Nee, ich hatte keine. Ja, und meine habe ich da reingelegt. So, es waren nur noch 13. Das ist die große Frage, können wir ernten? Ja, aber wir kriegen, glaube ich, nicht so einen guten Ertrag wie Hippo. Ja, aber die sind overgrown schon. Ah, ja, dann sollte man die wohl auch mal wieder umflügen. Ich habe noch 5 im Inventar, sehe ich gerade Karotten. Aber es ist schon wieder in der Zeit. Ich krieg gerade mal 3 Karotten daraus, wenn ich die ernte. Aber ich mach's jetzt trotzdem mal. Mhm. 2 Karotten, ne? Das ist echt nicht viel. Ja, es ist schon wieder an der Zeit. Oh ja, es ist schon längst an der Zeit. Ja, dann, ne? Nächste Folge und so. Was haben wir denn hier sonst noch? Das ist nur Flachs. Wir haben hier überhaupt keine. Sind hier irgendwo Tomaten oder so? Glaube nicht. Ist das? Wild Corn. Ja, und wir Mais. Bisher ja Mais ist ja auch nicht wirklich gebraucht. Ich denke, deswegen wird das auch nicht angepflanzt haben. Ja, müssen wir die Felder nochmal ordentlich ausbauen hier das nächste Mal. Hier ist noch ein bisschen Mais, das kann ich noch holen. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.